Ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033 und ja, endlich geht's mal wieder weiter. Es ist zwar keine Entschädigung, aber ich werde dieses Video hier trotzdem mal 30 Minuten lang machen. So, ist ja nun schon etwas länger her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe und ich überlege mal kurz, was ist denn letztes Mal passiert? Wir waren bei der Polis und haben ja dort gefragt, ob die uns unterstützen können, um unsere Heimatstation zu verteidigen. Das wurde dann allerdings abgelehnt und was wir jetzt genau machen müssen, das können wir uns gleich mal anschauen. Das weiß ich jetzt gerade nämlich selber nicht. Gut. Spiel fortsetzen erstmal und wir sind an der Oberfläche. Das heißt, ich muss hier erstmal eine Gasmaske aufsetzen und was ist denn da drüben los? Da drüben laufen schon böse Viecher. Ganz viele böse Viecher. Gut, ich hoffe mal, dass jetzt uns hier nicht gleich jemand angreift. Ali, treffen Sie sich mit Miller vor der Bibliothek. Ach, die Bibliothek. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr Schlimmes. Gut. Ist die nachgeladen? Jo. Messer. Ach, das Ding haben wir auch noch. Okay. Ich bleib mal bei der Schrot. Wie viele Filter haben wir? In 21. Ja gut, hoffe schon mal, dass die reichen. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Ja, einen anderen Weg gibt es ja hier auch gar nicht. Oh. Ah. Hallo. Hau ab. Hau ab. Komm jetzt mehr. Los, kommt her. Ich bin bereit. Hallo? Wir haben jetzt auch schon eine bessere Rüstung. Glaube ich. Und warum, ey, ich bin schon wieder so aufgeregt, wenn es um dieses Spiel hier geht. Ne? Ist ja unfassbar. Ich will hier bloß schnellstmöglich wieder mit irgendjemandem Miller oder so, oder zumindestens. Wow! Weg von der Oberfläche. Ah, jetzt kam so ein scheiß Flugvieh da von oben, ey. Ich krieg ja die Krise. Naja. Es leckt wieder so ein bisschen, verdammt. Lalala. Klar, wir können uns ja ein bisschen länger an der Oberfläche aufhalten. Das wird bestimmt wieder etwas länger dauern, bevor wir das geschafft haben hier. Oh, falsche Waffe. Gut, das hätten wir auch. Würde ich mal sagen, dann sprinte ich hier mal so ein bisschen. Falsche Taste, falsche Taste. Ich muss mich erstmal wieder hier mit den Tasten zurechtfinden. Das wollte ich haben. Okay, so. Und jetzt mal Licht an. Hallo? Ah, Hilfe, hier ist irgendwas. Hä? Hier auch? Irgendwas Verseuchtes? Hä? Verdammt! Hä? Wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Kompass! Helf mir! Ah! Hier durch? Jetzt hier hoch. Okay. Artyom! Ah! Hallo! Endlich, Artyom! Du bist hier. Ja, Das ist endlich. gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Okay.
Wie gesagt, ich halte mich ja lieber mit Gefährten auf. Denn alleine ist mir das immer nicht so ganz geheuer. So, auf in die Bibliothek. Gehen wir, Leute. Okay. Ja? Bibliothek. Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Das ist nicht so schön. Danila, pass außen auf. Wir gehen mit Artyom rein. Gut. Da waren wir bloß noch zwei. Soll ich die Waffe mal wechseln? Ich glaube, ich nehme mal die hier kurz. Filter konnten wir uns da ja nicht kaufen, aber Munition. Gut. Scheint ruhig zu sein. Leute, das ist ein Schwarm Vögel! Aha. Oha. Ach, solche Vögel. Ah, okay. Wenn die Tür oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Wir können sie nicht lange abhalten. Worauf sind sie aus? Ich laufe jetzt hier mal kurz. Da hat jemand die Tür zugemacht. Ist ja nicht so schön. Was sind das für Tentakelviecher? Die ist zu. Okay. Was soll ich jetzt tun? Die Tür ist zu. Hier komme ich nicht so rüber. Und was sind das für komische Viecher hier? Aha. Die ziehen sich zusammen. Und lösen sich dann aber bald wieder. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hier ist was. Bloß was ist? Oh, Fledermäuse? Ja. Okay. Boah, hier sind noch mehr solche Tentakelviecher. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich unter Zeitdruck stehe. Oder ob die das da unten ein bisschen länger durchhalten. Und ich weiß nicht, ob mir diese Tentakelviecher was anhaben können. Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. So, weiter. Macht irgendetwas seltsame Geräusche. Hier komme ich nicht rein. Hä? Hallo? Meine Frames machen auch nicht gerade so mit. Hä, sag mal da. Hä? Ist hier noch ein anderer Weg? Was sagt denn der Kompass? Kompass sagt nach rechts. Vielleicht, nee. Hä? Wie soll ich denn da durchkommen? Also so schmal. Kann ich das Brett vielleicht wegschießen? Ah! Faszinierend. Ah, okay, jetzt kommen die und jetzt lassen die mich bestimmt durch. Ah, ist ja ein richtiges Rätselspiel hier. Lasst ihr mich rein? Bitte? Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Nur ein Scherz. Yay. Etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Ja, ja, nicht schön. Hi, Kollege. Da vorne liegt auch noch jemand.
Oha. Kaum erwarten, bis ich in Rente gehe. Aua, los! Ich will nicht unnötig Munition verschwenden. Hat jemand gefunden? Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Das kleine Brett soll halten, das wage ich ja zu bezweifeln. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Also gut. Neuronen und Synapsen. Mhm. Super. Ich soll irgendwelche Motoriksysteme. Wow. Räume durchsuchen. Hier komme ich ja her. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist jemand tot. Hier kann ich durchgucken. Und da knurrt was. Ah. Ich will mal kurz nachladen. Okay. Hier mal wieder maximale Power. Ich weiß ja schon, was mich hier erwartet. Und das ist ja das Schlimme. Und ich sehe gerade so wenig. Warte mal kurz. Ah. Ich wollte gerade sagen, wechsel mal den Filter. Hi, Mann. Die ist ja cool. Die nehme ich. Oder? Ich glaube, ich nehme die mal mit hier. Boah, das ist die gleiche, ne? Nee. Nee, die hat einen verlängerten. Nee. Doch, die hat einen verlängerten Lauf anstatt Schalldämpfer. Ich glaube, ich nehme mal die. Hallo? Lass mich mal hier durch. So. Ist hier jemand? Nicht? Gut. Hallo? Nee. Also die Tür geht auch nicht auf. Verdammt! Ja, dann plündern wir die hier mal. Also hier liegen überall Leichen. Das ist natürlich alles andere als schön. Hier haben wir noch eine Pistole mit äußerst verlängertem Lauf. Also das sieht ja aus. Alter, Alter. Muss ja ein Gewicht da vorne drauf liegen, ey. Meine Güte. Aha! Faszinierend. Ein wirkliches Rätselspiel hier, Metro. Aber es ist ja cool, dass man ja mal ein bisschen überlegen muss. Okay. Warum muss ich das eigentlich alles machen? Warum könnt ihr das nicht tun? Oder er hier? Wer ist er überhaupt? Das ist Miller und das ist ein No-Name-Charakter. Charakter. Hört das jemals auf? Wie, die Tür kannst du eintreten, aber die nicht? Okay, die gehen nach innen auf. Oha, ein großer, leerer Raum. Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Ja. Da oben ist was. Bibliothekar! Was? Wo? Hör zu, Artyom. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Das ist eine Sache, die ich wirklich mal selber gerne ausprobieren möchte, mit diesem Angucken, dass sie dann nicht kommen.
Oha. Ich glaube nicht, dass ich das verhindern hätte können. So schnell kann ich gar nicht zielen hier. Hey Mann, los, nimm Medipack. Hilft. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Okay. Kann mir mal jemand sagen, wie ich... Ach, die Militärpatronen kann ich nur für die Waffe verwenden? Ach so, ich dachte, das geht auch für die Schrotflinte. Wo sind sie hin? Ach, da. Okay. Schön. Und da waren wir wieder alleine. Was sagt denn die Zeit? Gut, 30 Minuten wird da ja lang. Ich mache hier mal ganz kurz einen Schnitt, nur damit ich diese Asynchronität ein bisschen vorbeuge. Also, kleiner Schnitt. Also, kein Screenshot. Verdammt. So. Ja, ich habe die Aufnahmetaste geändert. Deswegen war das jetzt etwas neu für mich. So, Filter ist gewechselt. Hier mal noch ein bisschen Munition. Ist auch nicht schlecht. Ist hier noch was hinter? Ne, kommen wir gar nicht rüber, verdammt. Ob es so schlau ist, Licht anzuhaben, weiß ich allerdings auch nicht. So, unser, Dings hier. Finden Sie einen Weg ins geheime Militärarchiv, finden Sie Dokumente über D6. Ich weiß gar nicht, was D6 sein soll, ne? Ne? Wow! Was war das? Und verdammt, ich muss noch einen kleinen Schnitt machen. Also, bis gleich. So, und weiter geht's. Verdammt, was hat uns denn da eben angegriffen? Und ich denke, ihr wollt zurück zur Polis. Ihr steht ja immer noch da. Ah, gibt's ja nicht. Obwohl, ich lasse das Licht mal doch lieber an. Ach, das Tentakelvieh. Haha. Okay. Okay, okay. Ist ja gruselig hier. So wie das ganze Spiel. Aha. Und jetzt? Kann ich die Tür kaputt hauen? Jo. Ist ja wie Battlefield. Kann man die Umgebung zerstören. Oh. Da waren wieder diese komischen Tentakelviecher. Lager. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Na, da freue ich mich ja. Oh Gott. Oh. Leute. Da ist ein Bibliothekar. Was für ein schweres Wort. Ich schaue mich mal hier nochmal kurz um und ach du Scheiße. Gleich als ich mir vorgenommen habe, Metro zu let's playen, war das die Stelle, vor der ich am meisten Schiss hatte. Diese verdammten Viecher, ey. War mal. Es ist jetzt vielleicht etwas dunkel für euch, das tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob wir ihn aufschrecken, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt überhaupt tun soll, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, ich greife den einfach mal an. Und zwar feige von hier oben. Ich glaube, das mache ich mal. Achtung. Wo ist er? Wir haben ihn verjagt. Aber er ist nicht tot. Shit.
Mama! Oh Gott. Scheiße, ey. Alter, wie geil. Ey, das ist eine gute Taktik. Habt ihr das gesehen? Alter, der hat das fast gar nicht angegriffen. Ich bin zwar gerade ein bisschen feige gewesen, aber erst mit ein bisschen Militärmunition aus der Entfernung. Und den habe ich ja auch. Ich habe ja ihm fast, weiß ich, 20, 30 Kugeln. Okay, nee, wir müssen es nicht übertreiben. 15 bis 20 Kugeln Militärmunition in den Körper geballert. Und dann jetzt fast 20 Kugeln Schrot. Okay. Das hat mir auch, der Ambruker, glaube ich, schon mal geschrieben. Als das Thema war, dass ich das Projekt hier anfange, meinte er auch, oder als ich ihm geschrieben habe, ja, scheiße, die Bibliothekare, was mache ich da? Ja, hier, da gibt es so eine fette Wumme, die ich jetzt hier gerade in der Hand habe, und mit der dürfte das eigentlich gehen. Ich habe aber so das Gefühl, dass das nicht der einzige war, den, auf den wir treffen werden. Aber lassen wir uns überraschen. Wehe, jetzt kommen hier noch mehr. Wow! Alter Vater! Es kommt wirklich noch mehr. Die alles entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist: Wie viele von diesen Scheißviechern soll ich denn verdammt nochmal töten? Also, eins muss ich sagen, der guckt irgendwie ziemlich freundlich. Als wenn der lacht. Die Zähne sind nicht ganz so nett, aber... ne? Hallo? Ey, wehe, hier sind jetzt tausende von den Viechern, ne? Hallöchen. Scheiße, ey. Ich hasse diese verfickte Stelle im Spiel. Hallöchen. Ist hier noch jemand? Also mit 20 Kugeln Schrot. Wow. Verdammtes Spiel, wie viele soll ich denn davon töten? Ich habe noch Munition für... was? 4, 5 Stück? Aber das kann's doch nicht angehen. Ihr schreckt mich schon von mir selber hier. Filter! 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 Medipack kann ich nicht aufnehmen. Ist voll. Jetzt haben wir schon 3 von den Viechern erlegt. Alter, ey. Gut, 6 Minuten geht der Part noch. Mal sehen, wie viel ich da noch schaffe. Was machst du hier? Du danced up hier, war. Yeah. Da kommt jetzt gleich einer. Ich weiß es. Los, zeig dich. Wusste ich's doch. Es war so klar, ey. Ja, ich passe nicht durch das Loch. Tut mir leid, da bin ich schon ein bisschen zu dick für. Ja, komm, halt die Fresse. Zeig dich, ich bring dich um. Ich habe hier 20 Kugeln Schrot geladen. Da hilft dir auch deine scheiß Visage nicht.
Hallo? Los, zeig dich! Oh. Zeig dich! Hau nicht ab! Wo ist er hin? Komm her! Darf ich sagen, dass ich das einfach genial finde, wie ich hier einen von diesen scheiß Viechern nach dem anderen töte? Ich finde das gerade einfach so geil. Aber unsere Gasmaske macht langsam schlapp. Das wiederum ist natürlich nicht so geil. Ja. Wartet mal kurz, hier unten lag einer. Ich wechsle mal kurz, damit, jetzt haben wir zwar nur noch 14 Filter, scheiße. Muss ich mich halt ein bisschen beeilen, ne? 4 von den Viechern, Alter, die Ein-Mann-Armee wie hier. Da soll es einen Erfolg für geben. Die Ein-Mann-Armee. So, hier geht's aber nicht weiter. Was sagt denn die Zeit? Okay, 3 Minuten. Soll ich hier runter? Ich glaube schon. Oder? Hier haben wir noch so eine Dinger. Ja, ich würde fast sagen, es geht da runter. Ich weiß aber nicht, was danach kommt. Ich weiß aber, dass das hier noch ein bisschen weitergeht. Die Suche nach irgendeinem Dokument. Ja, was machen wir in der Zeit? In 2 Minuten? Ach komm, ich beende hier einfach mal den Part. Dann sind es halt nicht ganz 30 Minuten. Ist ja nicht auch ganz so schlimm. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Naja. 4 Bibliothekare. Alter. Ich finde das geil. Gut, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Und ich freue mich natürlich, wie immer, über Bewertungen und Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.